Ja, moin moin und Hallöchen zu Fortnite. Guten Mit der Tag. bezaubernden Tribi Cut, Bin so aka bunt, Tribi. so bunt. Tja. Ja, Leben Schritte. ich muss mal gucken, ob Windows mich wieder trollen will und den Systemsound geändert hat. Und dann, ja, schauen wir mal. Ja. Warte mal, ich muss mal gerade den Stimmoutput testen. Sag mal was. Mal was? Ja, du bist sogar, glaube ich, ungefähr so laut wie ich. Oder ein bisschen lauter vielleicht sogar. So, da habe ich mich töten lassen. Ja, Audiogeräte verwalten. Dann gucken wir doch mal. Was sagst du? Hat Windows meinen Ton wieder leiser gemacht? Keine Ahnung, Von wahrscheinlich. 55 auf 51. Tja, niemand weiß warum. Tja, das weiß der Herr Google allein. Ja, ich glaube, das liegt an Windows 10, dass das automatisch macht. Aber gut, wenn man halt jedes Mal vorher guckt, wie auf was es dann ist. Es geht ja jetzt ja kein Hexenwerk. Was ist denn da los? Ja. Eine Intro-Sequenz. Gibt irgendwie so einen neuen komischen Tanz. Irgendwelche neuen Helden sind auch da. Wahrscheinlich kann man die kaufen. Keine Ahnung. Mit cooler Hip-Hop-Mal Ich esse Musik. meinen Schokoriegel auch. Ich guck mir das mal an. Ja, das ist, weil du das nach dem Up-Mein-Spiel gestartet hast, habe ich das natürlich nicht gesehen. Weil ich was gemacht Du habe? hast dieses Intro schon mal gesehen. Du hast nach dem Update das Spiel gestartet, weil du was weiß ich was gucken wolltest. Neue Aufgaben oder so ein Scheiß. Aha. Okay. Münzwurf, Emote. Aha. Soll ich Das dich dir heißt, mal du einladen? solltest es eigentlich schon kennen, dieses Nö, sagt mir Intro. nichts. Kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Wie lade ich dich denn hier ein? Die Tübi. Da ist sie. Du bist sehr hässlich. Ja, das können wir ändern. Durch Schönheitsoperation. Oh Gott, 100.000 neue Aufgaben, ich bin überfordert. Na egal. Wir spielen erstmal normal, würde ich sagen, ne? Ja. Aufgaben kann ich immer noch irgendwann mal machen. Okay, jetzt bin ich nicht wirklich Nom schöner. nom nom. Was ist denn du da? Wunderbar. Ach, diese Dinger. Ah, die sind tatsächlich nicht schlecht. Aber mich stört es bei diesen Wunderbar-Dingern, dass man so ewig lange kauen muss, wenn man dieses Erdnuss-Ding schmeckt. Ich liebe das. Das bin ich irgendwie, ich weiß nicht, ich mag lieber so Schokoriegel, die man so isst und die dann so Ach so, direkt und die hier isst gegessen man nicht. sind. Ja, die isst man auch, aber. Ach, hi, Katze, Katze, ich grüß dich. Das Hallo, braucht dir Katze, doch nicht leid tun, Katze. dass du nicht da warst. Alles gut. Wie geht's dir denn? Kannst auch gerne mitspielen, wenn du möchtest. Ich habe übrigens die Follow und Sound und so angepasst gestern noch. Wow. Ja. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Willst du dich spoilern lassen, was ich da geändert habe, oder willst du es einfach irgendwann sehen? Will es irgendwann sehen, Betonung auf irgendwann. Jetzt siehst du es gerade. Jetzt kommt's, danke Katze, Katze, für den Nee, Twitch lass es Prime so Sub. seinen Ton aus. Womit dahin zu The Agency? Nein, ich hasse die Agency. Oh, dann stell mal irgendwas. Den Holly Hedges. Holy Hedges. Ja, da hat Katze, Katze auch das schon aktiviert. Sehr cool. Danke. Ich hab, das ist Ulrich Zwetz mit diesem, der Ball ist im Tor, der Ball ist im Tor. Und dann kommt diese Kankare oder wie das heißt, für so 10 Sekunden oder so. 10 Sekunden? Ja, ungefähr. Oh. Nicht ein bisschen lang? Ja, hatte ich auch erst gedacht, aber ich finde das witzig und ich will es nicht nach 5 Sekunden oder so einfach abbrechen. Nein. Trotzdem machen wir die Licht. Ja, richtig. Ach, ja. Aber wenn es dir gut geht, Katze, Katze, ist das doch schon mal die halbe Miete. So, ich lande mal auf diesem Haus hier hinten. Ich weiß gar nicht, ob Kratze Katze auch Fortnite gespielt hat. Also bei Overwatch weiß ich's, aber
Kannst ja, wie gesagt, wenn du willst, kannst du gerne mitmachen. Item? Boah, da war gerade ein Spieler und ich habe mich übelst erschrocken, aber zum Glück ist er in meinem Team. Ah, das ist wieder so ein Spieler, der immer genau dahin geht. Vielleicht gleich, okay. So ein Spieler, der immer dahin geht, wo man auch ist. Oh, die Leute, hasse ich. Das ist so nervig. Ja, der hat mir gerade nämlich mein Maschinengewehr weggelootet, weil er mir hinterhergelaufen ist. Oh, sowas hasse ich. Ja, ich finde das auch nervig. Ich meine, ich habe kein Problem, wenn man einem so einigermaßen hinterherläuft, aber die ganze Zeit wirklich so einen Meter hinter einem. Wird man ja wahnsinnig. Ja. Weil dann hat auch einer dann Loot und der andere nicht. Ja. Hier soll irgendwo ein Heli sein? Ja, ich höre einen, aber wo ist der? Zeit. Keine Ahnung. Hm. Geil, ich habe eine blaue Kiste. Okay, da bist du. Ich guck mal, was oben noch so ist. Fernzünder. Hm. Ja, da war ich ja schon. Okay, du hast Fortnite lang nicht mehr gespielt. Ja, bei uns ist das bei Fortnite auch so. Wir haben da mal voll Bock drauf und dann haben wir es mal wieder einen Monat nicht gespielt. Ja, uns Mine. Okay, das ist unser Typ. Ja, mein Equip ist wurstig. Ich habe quasi gar nichts. Hm. Oh, ich höre Schritte. Loote den mal, damit ich ihn... Scheiße. Was, scheiße, bist du tot? Ja. Ich komme zu dir. Ich hab noch gesagt, ich höre Schritte. Das ist kein Computer. Wieso nehme ich deine Karte auf? So, dann nehmen wir das noch mit. Klongranaten, Salvensturmgewehr. Katze hat meinen ganzen Loot nimmst. Ach, das ist dein Loot? Ja, dann gebe ich dir gleich wieder. Ist ja kein Ding. Wo ist denn so ein Wiederbelebungsding? Ach, da vorne. Bist du das, Katze? Irgendjemand ist gerade der Gruppe beigetreten. Mm-mm, schon an auf meiner Liste. Toll, muss ich erstmal Loot holen. Ja. Wow, das Spiel hat sich echt verändert. Ja, das Spiel ist sehr krass verändert tatsächlich. Das kann man wirklich so sagen. Okay, das ist aber ein CPU. Oder? Geil, ich hab ein blaues Sturmi gefunden. Mal gucken, wie groß das Update wird. Ja, das Update wird wahrscheinlich relativ riesig sein. Was meinst du mit einem blauen Sturmgewehr? Nee, nicht Sturmgewehr, sondern ich habe eine blaue taktische gefunden. Cool. Mhm. Achso, ich muss mein Gesicht mal unten in die Ecke verschieben, dann sehe ich gar nicht, wie viel HP ich noch habe. Oh. Ja, ich bin gerade irgendwie ziemlich planlos, was wir machen sollen. Nicht ganz offen. Wo? Ach so, wir sind ja voll weit weg von der Zone. Ja, wir haben Hubschrauber. Ja, den unsere eigenen Teammates angeschossen haben. Hier ist auch noch eine Kiste bei dem Zelt draußen. Mit einer grünen Pumpgun. Ohne blaue. Mhm. Die nehme ich doch glatt mit. Ja, 3 Minuten. Sollen wir mal mit denen in den Heli und uns dann in den Tod fliegen lassen? Jemand hat geschossen. Und? Hä? Ist unser Heli geklaut worden? Nee.
So, da ich davon ausgehe, dass die Randoms Idioten sind, gehe ich mal in den Flieger und übernehme das Steuer. Geh jetzt hier noch schnell. Muni. Looten. Ja, ich warte auf dich so lange. Ich trinke so lange ein bisschen Kaffee. Wie ist denn das bei dir in der Corona-Krise so, Kratze Katze? Bist du in der Ausbildung oder gehst du noch zur Schule? Wie sieht das bei dir aus? Machst du Homeoffice eventuell, falls du arbeitest? Oder mal los hier. Ran an die Buletten. Der Mentau. Der Mentau. Weißt du, warum die Berliner Frikadellen Buletten nennen? Keine Ahnung. Warum da sagt ihr zu Color Purple? Weiß auch kein Mensch. Oh, der Typ ist aus dem Flugzeug gesprungen. Was für ein Idiot. Ich hätte es nicht besser sagen können. Ja, der wollte wahrscheinlich nachladen, weil das die gleiche Taste ist. Okay, und Katze geht noch zur Schule. Warte mal, dann lege ich mal hier so ein Ding ab. Ach, kann ich gar nicht, wenn ich im Flieger bin, doch. Fallen lassen. Hier liegt jetzt irgendwo so ein Erste-Hilfe-Kasten. Ja, ihr solltet jetzt langsam kommen, ihr Süßen. Das heißt, du machst dann wahrscheinlich gerade die ganze Zeit so Hausaufgaben von zu Hause. Da stelle ich mir eh krass vor. Ich meine, wenn man studiert, muss man das ja spätestens sowieso irgendwann mal machen, sich selber Sachen beibringen. Aber so als Schüler ist das, finde ich, noch was ganz anderes. Ja, weil man es einfach nicht beigebracht bekommt. Richtig. So, ich lande mal hier direkt. Und wenn jetzt irgendein Random von denen weiterfliegt, dann ignoriere ich den das ganze Spiel über. Okay. Das ist doch ein guter Deal, oder? Ja. Sammle XP-Münzen ist tatsächlich sogar eine Aufgabe. Okay, scheint irgendwo sogar noch eine Kiste bei euch zu sein. Ich habe gerade schon eine gelootet. Ja, aber dieses selber Lernen, also ich hatte da eigentlich nie Probleme mit mir, Sachen selber beizubringen. Aber ich glaube, dass das nicht jedem liegt. Nee. Ach, oh, erstmal noch einen Kaffee. Ich mal bequem hinlegen. Ja, ich trinke gerade auch noch ein bisschen Kaffee. Ach. Lecker, lecker. Ich habe übrigens einen Trick rausgefunden, wie man unsere Kaffeemaschine austrickst, wenn die sagt, Behälter wieder reintun und der Behälter drin ist. Man muss einfach warten. Ich gehe mal da hinten zu der Brücke und guck mal, ob da irgendwas ist. Geh hier zum Haus. Ich sehe eine Kiste. Ich höre eine. Ich sehe zwei, drei Kisten. Ich höre zwei. Oh, hier ist so ein komischer Regenschirm. Nein. Ich kann mir nur etwas selbst beibringen, wenn ich mich dafür auch interessiere. Ja, und das ist wahrscheinlich der Knackpunkt in der Schule, ne? Da wird dich höchstwahrscheinlich nicht alles interessieren, was ja vollkommen normal ist. Da hat so jeder das, was einem so ein bisschen interessiert, aber wenn ich das mache, geht die Truhe dann kaputt? Ja. Ja, aber das ist... Hier sind übrigens Schilde und eine Klongranate, die ich mal nehme. Hab ich alles schon. Mit dem Schild musste man doch Schaden abwehren, ne? Dem Kingsman. Ihr seid so weit weg. Was macht ihr denn da die ganze Zeit? Sind da doch Kisten, oder? Ja. War noch ein ungelootetes Haus. Ja, perfekt. Das ist doch schön.
Boah, seit ich eben die Zecke von der Katze entfernt habe, mir Ja. überall. Was ist seitdem? Juckt es mir überall. Okay. Furchtbar. Ja gut, dass wir das gefunden haben, ne? Oder die. Ja. Ach so, hier ist so ein Seilding. Ja gut, das können wir natürlich benutzen. Das macht Sinn. Teil von der Aufgabe, damit das wird, keine Ahnung. Ist das bei dir noch eine Hier ist Aufgabe unser irgendwie? Vierter. Ach, der ist tot. Hä? Habe ich gar nicht mitbekommen. Wahrscheinlich hat er das Spiel einfach verlassen. Ja. Naja, ist nicht so schlimm. Wir werden es wohl irgendwie überleben. Wie groß ist denn das Update, was du jetzt laden musst? Katze, Katze. Hier ist noch ein großer Schildschrank übrigens, falls jemand Bedarf hat. Geh mal zur Lieferung. Eure Katzen haben auch viele Zecken, ja. Wir müssen auch nachher noch zum Fressnapf fahren, um diverse Sachen zu kaufen. Ja. Die erste Zecke, die unsere Katze hatte. Allererste in ihrem ganzen Leben. Ja gut, der war ja auch lange drin, ne? Ach so, die Kiste ist leer. Ich dachte, du wärst gerade an der Kiste vorbeigelaufen, die doch voll ist. Das wäre, ja. Hätte mich gewundert. Sagen wir es mal so. Di, 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 di. 20. Ah. Drei davon sind wir. Ja, denke aber nicht, dass wir hier große Chancen haben, diese Runde zu gewinnen, außer wir sind vor Matchmaking so sehr am Ende, dass oder wurde irgendwas geschossen. Ja, auf mich. Man kann den Schirm auch zum Gleiten benutzen. So, das warst du. Oh mein Gott, ich möchte die 400.000 Berries. Was war das nochmal? War das Just Dance oder war das Mario Party? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Los, schieß auf meinen Schirm. Just Dance. Oh Okay, ja. das ist ein CPU. Schieß den nicht ab, der muss erst auf meinen Schirm drauf schießen. Tue überhaupt nichts. Ich loote hier noch dieses Dings. Der trifft meinen Schirm nicht, obwohl ich wirklich 1 Meter vor ihm stehe. Also, es müsste jetzt aber 200 Schaden gewesen sein. Das ist der Kann Beweis, ich dass den es. bitte töten? Ja, kannst langsam mal töten. Aber ich habe nicht Anzeige bekommen, dass er das jetzt gedingst hat. Wahrscheinlich geht das gegen CPU gar nicht. Könnte ich mir vorstellen. Wir schön ordentlich Lärm gemacht. Jo. Ist da überhaupt noch. Oh, was war das denn hier? Was Lilanes? Ist? Ah, eine Pistole. So, ich finde die lilanen Pistolen gut. Ja, Ich ich. freue mich inzwischen, wenn ich die finde. Finde die auch nicht so schlecht. Die haben nicht so einen Verzug. Ja, das ist neu. Ja, beziehungsweise es war neu. Irgendwann haben die angefangen, CPUs bei Fortnite dazu zu packen, dass Leute, die schlecht in dem Spiel sind, so wie wir, gezwungen sind, gegen CPUs zu spielen. Das hat Vor-, aber auch Nachteile. Der Nachteil ist, ja, dass es ein bisschen lächerlich ist manchmal, wie du gerade gesehen hast. Scheiße. Ich wollte nicht schießen da hinten. Der Vorteil ist, dass man die Aufgaben. Warte mal, ich geh mal zu dem, da kannst du ihn wiederbeleben. Scheint ein echter Spieler zu sein, vielleicht kann der an meinen Schirm. Aber das zählt ja auch nicht, die Quest scheint auch verbuggt zu sein. Oh, 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 oh. Okay, das war dumm.
Lebt ihr noch? Ja, ne? Also die Aufgabe ist verbuggt mit dem Schirm. Ich habe ja gerade absichtlich versucht, den Schaden mit dem Schirm abzuwehren, weil das eine Aufgabe ist, aber irgendwie hat er das nicht gezählt. Das Trommelgewehr habe ich. Oder muss man das da vielleicht machen? Das... What the fuck, was hat der denn da gemacht? Frage. So. Ja, wäre cool, wenn ihr mich beleben könntet, wenn es geht. Ja, wenn nicht, ist... Ja dann. Ist das halt so. Ich habe ja die Neustartkarte mitgenommen. Oh Scheiße, da ist nirgendwo mehr ein Bus. Ja, dann ist das halt so. Dann gucke ich halt zu. Ich hätte halt normal spielen sollen, hätten wir die Runde gewonnen, aber ich wollte diese Aufgabe machen, aber... Verbuggt. Als erster Spieler im Match maximale Konditionen Schilder erreichten. Eben hatte ich... Ich hatte aber auch 100 eben schon die ganze Zeit. Ja, ja, ich weiß. Und eben hatte ich die Quest, nachdem ich schon mehrere... Quest nicht... Anzeige, nachdem ich schon mehrere Kisten ja selber gelootet hatte, als erster Spieler im Match eine Kiste gelootet. Ja, das Spiel ist im Moment echt relativ verbuggt, finde ich. So, es leben noch 5. Irgendwas gehört. War es das nicht schon immer? Jein. Da ist jemand dahinter dem Ding. Ja. Das scheint auch ein CPU zu sein übrigens. Oder? Nee, ist ein echter Spieler. Merken. Ach, scheiße. So, kannst du einfach mal auf den... Jetzt können sie mich bitte wiederbeleben. Ja, also das Spiel war schon immer so ein bisschen verbuggt, aber im Moment ist es wirklich krass, finde ich. Ihr werdet beschossen und seid jetzt jeden Moment tot. Ach, du lebst wieder sehr gut. Kommt eine Rakete. Ach, die kam von hinten. Naja. Ja, okay. Ist egal. Ich habe jetzt auch noch irgendwelche Sachen bekommen, die ich scheinbar gemacht habe, aus Versehen. Ich habe mal direkt bereit machen gemacht. Ich auch. Ja, ich weiß auch nicht. Im Moment, das Spiel ist so übelst verbuggt, deswegen finde ich es auch ganz gut, dass sie die Saison verschoben haben. Die nächste. Sollen sich erstmal darum kümmern, diese ganzen Bugs da zu fixen. Ach, das ja. Mit diesen Kopfschüssen, das war ja mega nervig. Weißt du noch, an diesem einen Freitag, wo ich da die ganze Zeit Kopfschüsse gemacht habe und der hat die nicht gezählt? Ja. Da gab es eine Aufgabe, Katze, mach 10 Kopfschüsse. Und ich hatte irgendwie 8 gemacht und ich habe wirklich eine Match, ungefähr, keine Ahnung, 5, 6 Kopfschüsse gemacht, aber er hat die nicht gezählt. Dann habe ich das gegoogelt. Was ist denn jetzt los? Bereit machen, ah. Ja, okay, dann habe ich das gegoogelt und dann hieß es von wegen im Internet, ja, das ist schlecht übersetzt, man muss den Kopfschuss mit der Pistole machen. Ja, danke. Ja, wir können ja, also ich hatte überlegt, eben kurz vor dem Stream habe ich mit Phoebe noch nicht gesprochen, dass wir eine Stunde Fortnite spielen und eine Stunde Splatoon, das ist doch okay, oder? Für mich ist es okay. Ja. Ja. Ja, und das sind so viele Sachen. Und das mit dem Regenschirm jetzt auch gerade wieder, da hieß es, absorbiere, glaube ich, 200 Schaden mit dem Regenschirm oder so, ist eine Aufgabe. Und das habe ich locker gemacht. Ich habe ja da fast eine Minute vor diesem CPU rumgetanzt, 1 Meter, dass der auf den Schirm schießt. Hat er auch nicht gezählt. Und der andere Spieler, das habe ich ja auch verteidigt, hat er auch nicht gezählt.
Und ich habe ja schnell gerade eine Solo-Runde gespielt, bevor wir gestreamt haben. Und da habe ich mal die Aufgabe gemacht, mit der Chopper unter drei Brücken durchzufliegen. Und bei der zweiten hat es dann schon angezeigt, dass das drei gemacht Ja, das hatte ich sind. auch. Das hatte ich auch. Total dumm. Und mal hier hin? Und da will einer zu der Grotte. Slurpy Swamp, warst du Ja, das? genau, das hier, ne? Gut. Ja, gut, Bin schon aber Level man 97. könnte jetzt sagen, gut, das ist verbuggt, weil Corona und so, ne? Aber ich weiß nicht, das ist eigentlich was, wo man auch von zu Hause arbeiten könnte, ne? Und das unabhängig von Corona sein sollte eigentlich, ne? Hätte Fahrradkette. So, wo gehe ich denn mal hin? Boah, ich gehe mal. Ah, da ist. Aber da komme ich nicht wieder runter, wenn ich da die Kiste hole, oder? Egal. Egal. Oh, toll. Weißt du das? Ja, ich bin Ja. schon tot. Oh, heute ist Oh. irgendwie nicht mein Fortnite-Tag. Ich bin oben auf dem Dach. Ich hätte gedacht, ich überlebe das. Pustekuchen. Ja, ist irgendwo jemand? Ja, da ist ein Gegner bei mir. Ah, echt Idiot. Muss mal schnell. Wie dumm bin ich aber auch? Noch weiter oben. Ja, ich bin ganz oben. Wird beschossen. Es tut mir leid für meine Dummheit. Ach, ich Vollpfosten. Tü. Ah, so ist das, da müsste ich irgendwo sein, ja. Ach, da ist sogar direkt ein Bus. So, ich geh nur mal schnell noch hier. Ja, kein Stress, alles gut. Was hast du denn da für coole Dinger? Keine Ahnung, irgend so Erntewerkzeug. Neustartkarte? Kann es sein, dass das Spiel vercasualisiert wurde? Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Also genau, es gibt jetzt so neu, dann hast du ja wirklich lange nicht mehr gespielt. Aber hast du ja eben auch gesagt, genau, es gibt jetzt so Neustartkarten, dann geht man hier zu so einem Bus hin. Und wenn man dann so mega dämlich war wie ich und dachte, man überlebt diesen Sturz, dann gibt es kompetente Teammitglieder, die einen dann wiederbeleben. Und auf einmal bin ich eine Motorradfahrerin. War ich das eben auch? Weiß ich gar nicht. Ist auch egal. Ich auch nicht, aber hier sind ein Haufen Gegner. Ja, ich habe quasi nichts, ne? Ich habe eine graue Pistole. Okay, ich wurde von oben beschossen. Hinter dir ist jemand. Den habe ich aber Von mir gerade auch. eliminiert. Eliminators. Ich glaube, ich mir sein Equip, was auch nicht gerade so berauschend ist. Okay, da kommt noch jemand. Aber manches von dem Casualisiert ist auch ganz gut, Kratzekatze. Ist nicht alles schlecht. Zum Beispiel diese Aufgaben mit diesem Quest, das ist jetzt deutlich übersichtlicher gestaltet als vorher. Irgendwo ist hier noch jemand. Ja. Ich mach ihn tot. Ach da. Also ist nicht nur alles schlecht geworden bei Fortnite, ne? Also tatsächlich finde ich sogar, dass das Spiel insgesamt besser ist als früher. Ich glaube So, aber für ich gehe diese. mal schnell hier ein bisschen. Ja. Ich glaube aber für die Leute, die das nicht casual spielen, also wirklich ernster, für die ist es wahrscheinlich ein bisschen doofer geworden. Aber das ist mir scheißegal. Ich habe übrigens auch echt blöden Loot. Also okay, ein blaues Maschinengewehr, aber nicht viel Muni. Und ein Sturmgewehr in Grün.
Ja, ich habe ein grünes Maschinengewehr und eine graue Schrot, aber ja. Also wie gesagt, ich finde Fortnite für Casuals, die das. Also ich bin jetzt kein Videospiel-Casual, aber ein Fortnite-Casual. Für die hat sich Fortnite verbessert, finde ich. Okay, kommt noch jemand? Warte Aber mal auf ihn. ich kann verstehen, wenn die in Anführungszeichen Profis sich aufregen. Ob sich's für die unbedingt verbessert hat, weiß ich jetzt nicht. Bazooka will ich nicht, Sturmgewehr Oder habe wie ich. würdest du das sagen? Insgesamt hat sich das Spiel doch verbessert, ne? Ja, naja, zurzeit irgendwie finde ich es ein bisschen schwierig mit diesen ganzen Bugs. Ja, das ist nervig, das stimmt. So, ich gehe noch hier diese eine Kiste looten. Hier scheint auch noch irgendwo einer zu sein. Ja. Oh Mann, okay, ist er drin. Und da sollten wir uns langsam mal auf den Weg machen. Jo, können wir machen. Ich dachte gerade, da wäre jemand, aber das war nur ein Schatten oder irgendein schlechter Effekt. Ist Fortnite eigentlich offiziell immer noch im Early Access oder? Das finde ich nämlich auch ein bisschen lächerlich mittlerweile. Keine Ahnung. Die nehmen da schon seit 2 Jahren Milliarden von Dollar oder Euro mit ein. Hinter Wir dir schießt werden jemand. beschossen. Ja. Mal gucken, was der für Loot hat. Und dann sollten wir wirklich mal los. Nee, also das Spiel nimmt seit Jahren irgendwie Milliarden oder Millionen von Dollar ein, keine Ahnung. Und dann, oh, wir sind noch Early Access. Wenn es Bugs gibt, dann ist das eben so, weil es Early Access ist. Das finde ich irgendwie ein bisschen, ja, Man hat schon, scheinheilig. schon 5 Kills. Ja, ich spiele heute irgendwie übelst den Scheiß zusammen, keine Ahnung. Aber ich war auch gestern Abend noch lange unterwegs in der Welt von Azeroth. Ich wollte schon sagen, hey, wo warst denn du unterwegs? Ja, so. Ja, eine grüne Schrot oder so ein Aufwertungsding wäre ganz geil. Wenn wir die mal zufällig finden, aber. Achso, das ist übrigens auch neu, Katze, Katze, seit ungefähr. Weiß ich nicht, wie lange. Es gibt so Aufwertungsbänke, da kann man Waffen aufwerten. Das finde ich eigentlich eine sinnvolle Änderung. Ja, das ist ganz cool. Nee, es ist nichts auszusetzen, aber viele Leute, viele Profis regen sich im Moment über das Spiel auf. In Anführungszeichen Profis. Dass man nur noch gegen gute Spieler im Matchmaking spielt, dann kann man keinen Spaß mehr haben. Mi, 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 mi. Ja, das ist doch der Sinn von Matchmaking, Jungs, dass ihr Herausforderungen habt. Da gab es auch so einen Twitter-Hashtag. Wie war denn der noch gleich? Keine Ripped Ahnung. Fortnite oder sowas. Und da haben alle über Fortnite rumgeholfen, wegen, ah, oh, es ist viel zu casual. Und dann gab es wieder Leute, die sich gefreut haben, dass Fortnite angeblich stirbt. Obwohl weil sie es ja selber nicht spielen und. Ich spiele Gut, das geh nicht mich mal als selber. Handlanger verkleiden. Mach das, ich tue hier mal eine Truhe looten. Oh, Schild. Geht es gut. Ich nehme das Schild, sonst werde ich gekillt. Verstehe ich nicht. Kann ich verstehen. Okay, da war auch eine Kiste scheinbar. Oh. Das Ich bin dachte, das ich. warst du. Ja, ich Wie ruiniere hier gerade so ein geschickt. bisschen Keramik. Hier sind noch 2 Truhen, die mir angezeigt werden in dem Haus. Hier oben auf dem. Nee, das ist keine. Hä? Ach, da hinten. Quasi über dir jetzt. Oh, scheiße, Oh Sturm. oh. Ja, wir müssen Naja. laufen und werden gleichzeitig beschossen. Ah, der Weg ist zum Glück nicht so weit. Ja. Wo bist du? Von irgendwo. Nee, hier. Von Norden Na, gucken, hier sind Äpfel. wurden wir Sehr eben gut. beschossen. Aber hier ist keiner. Wo wurden wir denn beschossen? Ich habe erst gedacht, dass einer in dieser Hütte da drin ist bei 280. Keine Ahnung. Aber naja, laufen wir einfach mal weiter. Die Randoms von uns leben auch noch. Ach, da unten. Hallo Doc, ich grüße dich.
für den Flex. Ich habe vor circa einer Woche angefangen. Ich muss mal gerade hier ballern. Irgendwo ist hier jemand. Ah, da. Ja, wie schießt du den? Ich gehe gleich noch auf einen Doc. Erstmal hallo. Wie geht's dir? Ich hoffe, es geht dir gut. Geh mal nach hier oben. Hast du ihn getötet oder ist der hier noch irgendwo der Schlumpf? Ist hier noch irgendwo. Auf der Brücke. Aber Doc geht's gut, das freut mich. So, jetzt ist er kaputt. So, dann... Oh, da ist noch einer. Ach, das bist du, der auf den schießt, okay. Ja. Doc hat gesagt, ich habe vor einer Woche angefangen, ein Spiel zu speedrunnen und wenn mein Run angenommen wird, bin ich bei der Kategorie Zweite. Krass, weg. Was hast du... Oh, was ist denn jetzt los? Hä? Wo bist du? Wieso bin ich da jetzt runtergefallen? Hä? Ich war doch mitten auf der Brücke und stande. Oder bin ich jetzt blöd? Das gucke ich mir mal in der Wiederholung an. Ach nee, ich hatte Autolaufen an. Oh, ich bin so ein Idiot. Das tut mir leid. Ich hatte Autolaufen an, hab den Chat gelesen und bin dann gestorben. Solange du nicht komplett tot bist, sondern nur verwundet. Alles gut. Ja. Aber lieber auf den Chat eingehen, als nicht den Chat vorlesen. Oh Scheiße, wir müssen sofort los. Ja, ich laufe auch sofort. The Messenger. Ja, okay, das The Messenger habe ich tatsächlich auch. Das gab's immer beim Epic Store umsonst. Und Zellos ist da auch ein großer Fan von dem Spiel. Scheiße, ist ja... Ach... Was ist los? Das war echt dumm von dir. Ja, ich weiß. Ich spiele heute sowieso ziemlich scheiße. Ich werde jetzt als nächstes tot sein. Sturm ist schon da. RIP, Tweeby. Ja, dann bringe ich mich auch um. Dann machen wir eine neue Runde. Wenn du jetzt stirbst. Weißt du was, stürzt mich hier runter. Ja, warte, dann bringe ich mich jetzt auch um. Wegen deiner Dummheit. Ja. Wenn ich mal so sagen darf. Ja, das war auch meine Dummheit. Mehrmals schon heute. Mit dir spiele ich nie wieder. Oh. Mhm. Ach ja. Ja, The Messenger soll auch ein ziemlich gutes Spiel sein. Ich bin nicht so der Fan von The Metroidvania-Spielen, aber... Viele mögen das ja. Ja. I'm sorry. Ja, wir können ja das Spiel beide verlassen, ne, und dann neu suchen. Macht ja dann mehr Sinn. Ich gehe mal auf Match verlassen. Mann, Paulus. Ja, das war nicht sehr schlau, aber ich wusste nicht, dass ich Autolaufen anhab. Das geht auch immer ganz automatisch und ohne, dass man es merkt an. Ja. Nächste Runde strenge ich mich mal an. Dann kannst du nachher noch Autofahren anmachen. Verstehe ich nicht. Dachte ich schon. Nämlich ein bisschen dumm. 30 Minuten hast du The Messenger. Gut, ich weiß nicht, wie lang The Messenger jetzt ist allgemein, aber... Ach. So, ich habe meine Maya jetzt komplett angepasst. Muss ich noch machen. Immer sofort gemacht. Aber Doc, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählen soll. Aber ich erzähl's dir einfach schon mal. Es wird aber noch ein paar Monate dauern, was ich jetzt sage, weil wir machen ja bald oder werden auch bald Turniere veranstalten bei uns, bei den Gentle Idiots. Wir werden mit Smash Bros. Beginnen. Irgendwann, also ich weiß nicht, wann wir das machen. Und danach werde ich auch ein Speedrun-Turnier in Mario Maker 2 machen. Kannst du dir schon mal hinter die Ohren schreiben, falls du mitmachen möchtest. Wem hast du das jetzt gesagt? Na, Doc. Und Katze natürlich auch, wenn sie mitmachen möchte. Aber wie gesagt, erst kommt das Smash Bros. Turnier. Da bin ich mal gespannt, wie Rick das organisiert und so weiter und so fort. Mhm.
Ja, also bei Mario Maker, wie gesagt, das wird wahrscheinlich noch ein paar Monate dauern, weil wir erstmal Smash Bros. Machen. Da wird es So, wo geht's wahrscheinlich hin? Misty Meadows oder wie das heißt. Ja, sind, na, kann man machen. Also Mario Maker, das Turnier, das dann in einigen Monaten, wie gesagt, das wird noch dauern, passieren wird, wird wahrscheinlich so laufen, dass ich ein Level baue im Mario Maker, dann ein Infovideo hochlade und Leute herausfordere, das zu spielen und auf unserem Discord-Server einen Screenshot von ihrer Zeit hochzuladen. Und wer dann die beste Zeit hat, der kriegt ja irgendwas. Weiß ich noch nicht. Mal Einen gucken. feuchten Händedruck Nee, ich habe ja für noch, Corona. ja, genau. Es gibt ja, ich habe noch so Nintendo Online-Karten für Mitgliedschaften von 3 Monaten und 12 Monaten. Wo hast denn du die her? 3 Monate war bei Overwatch dabei und 12 Monate bei Mario Maker. Hm. Und die würde ich da wahrscheinlich dann bereitstellen als Preis. Ja, stimmt, du brauchst es ja nicht, weil deine dumme Frau das alles bezahlt. Yeah. Habt ihr gehört? Ich bin seine dumme Frau. Nein, ist sie nicht. Ja, du musst ja keine Capture Card haben, Doc. Es reicht ja, wenn du mit dem Handy einen Screenshot von deinem Bildschirm machst und das dann auf Discord hochlädst. So, ich höre Gegner und Aber ich das brauche wird, mal. wie gesagt, noch ein paar Monate dauern, bis das ist. Ah. Ah, ich treffe nicht. Oh, ich bin so dumm. Wieso spiele ich denn heute so scheiße? Das regt mich auf. Alter, wird richtig gecarried von mir, ey. Ja, heute ist irgendwie kein Fortnite-Tag. By the way, ich kenne einen Trick, den Joy-Con-Drift wegzukriegen. Hattest du das Problem nicht mal, Tibi? Also, dass deine Joy-Cons so gedriftet sind? Ich meine, Ich jetzt hast hab du ja andere, dann aber. mein, ich hab mein Dingsbums dann einfach umgetauscht. Wie heißt's gleich? Mein Joy-Con? Pro-Controller. Stimmt, bei Splatoon. Du hattest ja mal das Splatoon Pro-Controller, der dann kaputt gegangen ist, ich erinnere Ja, nach mich. 2 Wochen. Sollte man erwarten, dass es nach 2 Wochen eigentlich noch funktioniert? Ja, sollte man. Okay, da ist der nächste Gegner. Ich brauche jetzt mal irgendwie so einen Free Kill als Aufbauhilfe. Wo bist du? Im Haus drin? Nee, außen. Und da ist noch ein Gegner. Der hier ist tot. Es war jetzt mental wichtig, dass ich auch mal irgendein Erfolgserlebnis habe. So, jetzt habe ich Schrot finden, Aufgabe erledigt. Ja, schön. Da ist die Kiste. Unser anderes Teammitglied ist wo? Weiß ich nicht. Bist du das, Bist der du da da schießt? oder? Nee. Do you play on the Switch, Dr. War? Yes, we play on Nintendo Switch. Ja, warte. Mach ich mal noch schnell diese. Willst du Ding das Schild an. haben, oder? Ich habe zwar auch null, aber. Bei meinem heutigen Skill ist es wahrscheinlich besser, wenn ich das Schild nehme. Würde ich auch sagen. Du. So, ich bin Stufe 99. Nicht schlecht. Hast du deinen Battle Und hier Pass ja ist noch schon? irgendwo ein Gegner. Doc hat eben noch was im Chat geschrieben, aber ich kann im Moment gerade nicht eingehen. Drauf eingehen, meine ich. Ich guck gleich mal nach. Weil ich habe die letzten Runden schon so scheiße deswegen gespielt. Hier oben ist jemand in dem Haus drin, glaube ich. Okay, doch nicht. Naja, ich gehe jetzt schon mal los. Gott. 6 Kills. Ja, beim Speedrun ist das Problem,
Wo sind die denn hier? Du musst halt ein Spiel haben, was dir so viel Spaß macht, dass du das wirklich immer und immer wieder spielst. Oh, hier sind zwei Gegner. Und bei mir wäre das höchstens Crash Bandicoot 3 und Super Mario World. Und das Problem, also ich könnte mich zum Speedrun im Moment nicht motivieren. Ich hatte das mal vor, irgendwann mal anzugehen. Aber ich bin noch nicht so wirklich dazu gekommen. Nein, immer weniger. Weil ich glaube, ich bin eher so der Mensch, da ist noch jemand. Bei 56. Ich bin so eher jemand, der lieber verschiedene Spiele spielt, als immer das gleiche. Handlange. Kommt der hier hin? Nö, ist weggelaufen. Ja, ich probiere mal gerade einen Chat zu lesen. Da steht noch ein Hubschrauber. Wollen wir den nehmen? Ja. Warte, ich sammle mal wieder die Näherung, diese Mini. Oh nee, da ist jemand. Sorry, Doc, ich muss mich gerade hier konzentrieren. Ich gucke gleich mal, wenn ich bei Twibi im Flugzeug bin, was du eben geschrieben hast, wegen dem Joy-Con-Drift-Problem. Da ist irgendwas Goldenes, was ist denn das? Ach, der Schirm. Der Schirm, den nehme ich gleich mit. Oh, Shuffle Knight ist natürlich ein mega geiles Spiel. Ich sehe gerade. Ah, okay, fliegst du dann? Warte. Kann ich kurz Chat drauf eingehen, was da so geschrieben wurde. Was mich halt auch reizen würde beim Speedrun, ich werde nicht dazu kommen, wäre halt nicht, also neben Shuffle Knight, Crash Bandicoot 3, Mario World, auch noch Cuphead, aber Cuphead ist halt so eklig pervers schwer. Ich liebe dieses Spiel, aber da brauchst du wirklich... Brauchen wir nochmal Lazy Lake? Ja. Ach, und im Joy-Con-Drift, man muss im Grunde nur einen bestimmten Zwischenraum mit Zeugs wie Isopanol säubern. Oder Iso was? Isopropanol kenne ich gar nicht. Ja. So, jetzt wieder aufs Spiel konzentrieren. Ja, mein Speedrun... Ich habe ja auch noch hier so eine Streaming-Sache, die ich ab und zu mal mache. Theoretisch könnte ich, wie das einige Leute auch machen, im Stream immer das gleiche Spiel spielen. Und dann irgendwann auch so möchte gern Speedrunner werden, aber... Ja, keine Ahnung. Nicht auszuschließen, dass ich das irgendwann mal mache, aber ich hab's nicht geplant, also... Schrotflintenmunition, wenn du welche übrig hast, mehr als... Ich habe auch nur zwei. Ja, okay, dann kann ich dir sogar welche geben. Aber ich gucke mir Speedruns unglaublich gerne auf Twitch an. Also das ist eigentlich so das, was ich mir am liebsten auf Twitch angucke. Speedruns und wie Leute gegeneinander irgendwas durchspielen. Oh Mann, jetzt lade ich mir doch nicht überall hin hinterher. Okay, ich gehe ja schon. Übrigens sollten wir laufen. By the way. Oh, da ist irgendwo ein Gegner. Ja, aber wenn dir das Bock macht, Speedrun, dann ist das doch... Dann mach's einfach weiter. Da ist sie. Dieser Skin, den ich habe, der erinnert mich auch unfassbar an diesen Typen aus Ich einfach unverbesserlich, oder wie der Film auf Deutsch heißt. Wir müssen jetzt mal hier verstecken und... Crew! Da ist jemand bei 255. Aber ich muss mich gerade erstmal heilen. Ich treffe nicht. Es ist so schwer, mit diesem Ding zu zielen. Mach's gut, Doc. Und ich bin tot. Ach.
Komm her. Wo bist du denn? Ach, da. Keine Sorgen, diese Bomben, die du da siehst, die sind von mir. Weiß. Und sind sie rot und nicht blau. Okay, der ist da oben. Wo ist der denn, hinter dem Baum oder wo? Nee, der ist oben auf dem Berg. Kiste. Ich bin direkt hinter dir. Ja, kannst du jetzt noch Näherungsminen mitnehmen? Da ist er. Jetzt am Wasser. Da ist ein Verband oder sowas, glaube ich. Ich heile mich gerade mal. Tybi nimmt die Verfolgung auf. Ja. Ich sehe den nicht. Der ist direkt vor mir. Eigentlich sollte ich mich erst heilen, das macht, glaube ich, mehr Sinn. Oh. Ach nee, jetzt macht gar keinen Sinn, wir müssen laufen. Ja, gemeinsam erledigt. Ist da irgendwas Verbandmäßiges oder sowas im Wasser? Ja, ein großer. Nimmst du mit? Ja. Muss mich gleich erstmal regen. Also regenerieren. Ich habe letztens einen richtig coolen Artikel gelesen über so Online-Sprache. Also, wie sich das so in die Gesellschaft integriert hat. Den fand ich mega interessant. Kurz zusammengefasst, man benutzt kurze Begriffe, weil man die für die Kommunikation eher dann verwendet, weil man schnell anschreiben muss, was logisch ist. Und dann wieder das Thema Anglizismen, bla bla bla. Hier ist noch Schrotmuni. Ja, ich habe 25, wenn du weniger hast, nimm du die ruhig. 63. Okay. So, ich muss aber jetzt auch erstmal hier einen kleinen Fisch essen. Ah, meine Quip ist so schäbig. Ähnlich wie mein Skill heute. Noch mehr Dingsbums-Muni. War das Hupen im Fortnite oder bei uns draußen? Nee, es war im Fortnite, da wurde ein Teammitglied regeneriert. Willst du die nehmen? Ja, dann ja, nehme ich bitte. Die. Jetzt habe ich, ja, ist das eine unterschiedliche Waffe? Okay, interessant. Sturmgewehr, schwere Sturmgewehr. Nehmen wir doch das schwere. Da ist auch irgendwas Blaues hier noch. Wahrscheinlich eine Klongranate oder sowas. Wenn du die nehmen möchtest, sonst nehme ich die. Nein, nehme ich. Zwölf Leute leben noch. Wollte ich auch gerade sagen. Also gleich, wenn wir dann auf Dings wechseln, muss ich vorher noch irgendwas Wachmachendes trinken. Ja, unsere kleinen Gegner müssen doch hier irgendwo sein. Soll ich mal eine Kloni werfen? Einfach so, um die Gegner zu orten? Lass du machen. Geh mal hier drin hoch.
Okay, ich höre ein Heli, das wird im Spiel sein und nicht bei uns. Zumindest. Hast du schon eine blaue taktische? Nein. Wo ist die? Ach, da hinten. Die landen hier bei uns in der Nähe. Yep, ich höre auch Schritte. Ich werf mal noch eine Kloni. George Kloni Granate. Wo bist du? Bist du weiter oben gegangen, oder? Ja. Gibt gerade die Aufgabe, Hubschrauber zu beschießen, indem Menschen sitzen. Okay. Aber dafür muss man erstmal sehen. Hab gerade mal schnell gemacht. Ja, ich habe drauf geschossen, aber da war scheinbar niemand mehr drin. Ach. So, wir sollten aber langsam gehen. Oh, falsche Richtung. Wo sind die? Wo ist der Hubschrauber? Er ist gerade hinter dem Berg hier. Oh, hier ist. Oh, oh. Aha. Oh geil, der hat, das finde ich gerade sehr sympathisch. Barry Ain Range Modus aktiviert, zwei Leute getötet innerhalb von kürzester Zeit. So, hier sind jetzt noch mehr. Hier ist noch Schrotmuni. Ich muss mich gerade. Und hier ist eine lila taktische Schrot. Ich habe eine lila Pumpgun genommen, du kannst sie nehmen. Gut. Ich könnte Heilung gebrauchen. Warte, komme ich zu dir. Ich hab noch zwei. Nein. Danke. Wir müssen laufen. Ja. Ach nee, das hält gerade an, ne? Nee, hält's gar nicht. Nee, es geht schon weiter. So, was nehme ich noch mit? Das. Stress. Da. Sind sie irgendwo? Sind die da vorne? Da oben. Wie ist das? Ja, warte, ich werf wild irgendwelche Näherungsminen in der Hoffnung, dass sie da gleich reinlaufen. Werden sie nicht. Ich hab halt kein Schild. Wirklich null. Warte, ich baue uns mal so eine Festung richtig ein. Bin gleich tot. Ich laufe auf den zu. Ich spiele den Köder. Ja. Warte, ich muss mich erstmal kurz heilen. Oh, sehr gut. Ha! Da war dieser eine Moment, da ist er gekommen. Ausnahmsweise hast du mal Leistung gebracht. Ja, in dieser Runde tatsächlich. Ich habe einfach geduldig gewartet, er ist hochgesprungen, bis er gelandet ist und dann. Uff, ja, ich würde sagen, mit diesem Erfolgserlebnis gehe ich mal gerade in die Lobby und dann wechseln wir das Spiel, ne? Oh ja, bitte. Irgendwie ist heute kein Fortnite-Tag. Ich komme hier gar nicht mehr raus. Ja, das ist zurzeit auch kacke. Muss ich jetzt Match verlassen machen, oder? Ja, ich kann halt mit Touch-Funktion kann ich da noch auf dieses Ding drauf, das kannst du aber dann eher nicht. Zurück zur Lobby. Ja, wenn ich Touch-Funktion hier auf dem PC-Bildschirm mache, dann wird nicht so viel passieren. Ja, dann wechseln wir mal das Spiel. Ich beende mal die Fortnite-Aufnahme gleich irgendwann. Ja, bis gleich. Tschüss.